Bitte, das kannst du nicht machen. Du Sau. Du Sau. Warum bin ich da nochmal hingegangen? Irgendwas musste sie doch drucken, oder? Warum ist diese Tür offen? Okay. Die stört sie auch gar nicht, die, wo wir spielen. Eigentlich, irgendwie. Okay, das ist der Hinterausgang. Ich weiß nicht. Irgendwie die Frau, die hat mich jetzt schon gerade ein bisschen kirre gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, kann ich die schon nehmen? C. Nee. Ah, da ist ein Drucker. Hier haben wir sie. Riverfields Mortuary. A packet of mortuary paperwork related to handling of the case. File up in front. So there are available if request. Aha. Da waren Schlüssel. An old key that belonged to Mr. Delver. Aha. Okay. Also Entschuldigung, aber das hat mich jetzt echt gerade ein bisschen. Also ich krieg da jetzt echt gerade wegen dieser. War das jetzt. Das sah, die sah so jung aus. Also von der Form her finde ich, sah das jung aus, ja. Frag mich nicht, warum, wie ich das Alter an einer Form erkennen kann, aber. Ich hatte so das Gefühl, als wäre das ein Abbild von uns. Raymond Delver, Riverfields. Aha, eine Access Card. Aha, ja, ich kann recht wenig mit der anfangen, Kollege. Oh, sind wir das? Ja, Rebecca Owens heißen wir. Ich weiß nicht, warum man zwei Karten in zwei verschiedene Schubladen steckt, aber ja. Ist nicht meins. Und die hat auch noch am Lichtschalter rumgefummelt, ey. Das geht ja gar nicht. Das kann ich ja nicht bringen, weißt? Das kann ich nicht machen einfach. Das geht nicht so. Ich glaube, ich drehe gleich durch. Ich weiß auch nicht, was wir hier jetzt gerade mit ihr machen müssen, mit Terra. Weil. Ja. Ist da jetzt irgendwie vielleicht was Neues dazu gekommen, wo ich mich eigentlich ehrlich gesagt wundern würde, wenn das so wäre. Also jetzt mal ehrlich, das macht ja auch keinen Sinn, wenn dann hinter eine Leiche nochmal irgendwas anderes hat, was jetzt nicht dementsprechend sein sollte. Das kenne ich. Das kenne ich ja. Okay. Ich habe kurz mal was klingeln gehört. Das hatte ich auch. Aber hier kann ich nichts rotaten. Ich würde sagen, wir machen mal das Clipboard. Ed Markins. Aha. I can't use that here. I can't use that here. Aha. Schlauch kann ich auch nicht nutzen.
I can't use that here. Aha, okay. Du kannst es noch nicht usen. Okay. Okay. Es wird immer chirurgischer. Ich mag das nicht. Okay. Mhm. Needle Injector. Das machen wir mal wieder zu. Kann ich irgendwas davon? I can't use that here. Geht I can't nicht. Use that here. I can't use that here. Vielleicht muss ich erstmal so. I can't use that here. I can't use that here. Geht mir auch echt, irgendwie ist das jetzt, ja. Kann ich es jetzt? I can't use that here. I can't use that. I can't use that here. Okay. Komisch. Komisch. I can't use that. I can't use that. I can't use that here. I can't use that here. I can't use that here. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß gerade echt nicht, was ich mache. Also ich habe jetzt Skalpell und alles gefunden. Okay. Old Key. Ah! Ah. Ah. Small note notebook. Rebecca, you weren't supposed to find this yet, but I suppose you found my key. You simply aren't ready for this work. I can't let you live. What I live, not yet, maybe in the spring, Raymond. Coming spring 2022. Ah, das ist wahrscheinlich Ankündigung darauf, dass dieses Spiel erst nächstes Jahr, 2022, im Frühling kommt. Ja. Und trotzdem frage ich mich, was das hier ist. Weil irgendwie mache ich jetzt einfach mal irgendwas rein. Einfach weil ich Bock habe. Ne? Okay. Back. Aha. Kann ich jetzt was mit ihr anfangen? Ich weiß nicht. Oh mein! Habt ihr es gesehen? Alter, wir müssen die Tür zumachen. Das geht nicht. Wir müssen unbedingt die Tür zumachen. Die Tür ist zu. Oh mein Gott, Alter. Okay, ich krieg jetzt langsam Angst, welcher ich bin. Muss ich sie jetzt echt nochmal? Okay, ich glaube, irgendwas wird bestimmt Neues bei ihr sein. Das wissen wir ja schon. Und das finde ich gerade ein bisschen schade. Dass wir das schon. Wir wissen das ja alles schon, was sie hier hat. An sich, oder? Sieht zumindest mir so aus. Ich weiß ja nicht, was das hier für ein Kasten ist, aber ganz ehrlich, der Kasten sieht eher aus wie so ein Radio. Und in dem Radio ist einfach ein Schlauch drin, der wo zu dem Wasserding dahin geht oder was auch immer ist.
Ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Und das ist echt ekelhaft, das Gefühl. Seht ihr den Schlauch, meine ich? Es ist nur ein Spiel. Und du spielst mit Leichen. Und das hier? Ali? Was geht, Ali? Ich hab Angst. Ich guck mir lieber die ältere Dame nochmal an. Die ist sehr, wisst ihr, ich glaube, ich könnte mir sowas vorstellen. Einfach da rumsitzen, sich um eine ältere Dame kümmern. Die einfach hier liegt. Und man Angst hat davor, dass das Vieh, was da draußen ist, einen tötet. Ich habe das Gefühl, ich darf die nicht wegnehmen. Oder was heißt hier wegnehmen? Im Endeffekt, irgendwie muss ich schauen, dass ich alles finde, was zu finden ist, ja. Aber das Komische ist, ich finde nichts. Ich weiß gerade nicht, ob ich zu blöd bin. Ob ich irgendwie gerade einen Hänger habe. Aber ich guck mir die an und guck sie mir an. 20, 30 Mal. Und hab nur das Gefühl, ich werde entweder beobachtet und seelisch gefoltert und gequält. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas in den Schränken, aber ich habe so die Hoffnung verloren, dass ich jetzt gerade noch eine Antwort finde. Ja. Weißt du, warum muss diese Frau einfach sowas auch noch annehmen? Vier von vier. Ich wollte eigentlich mal auf dieses Netzsystem oder was das auch immer ist, versuchen zuzugreifen. Oh, das Bild da. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Diese Frau, wo da draußen geguckt hat auf uns und so gegeiert hat, die könnte doch rein theoretisch, ja, die Frau auf dem Bild sein. Also jetzt, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil hinter ist es nicht so. Aber es könnte ja womöglich sein. Aber ich frag mich, was diese Frau, wer diese Frau überhaupt ist. Vor allem, macht es Sinn, was sie hier macht, weißt? Ich kann auch die hier nicht weggeben. Ich kann die nicht wegnehmen. Ich kann nicht mal den Kopf so nach vorne machen. Um vielleicht wirklich in den Nacken mal zu schauen. Da steht nur Rotate. Oder Rotate auf die andere. Kann ich dein Haar mal wegmachen? Ich habe schon fast die Vermutung, als würde irgendwo was an deinem Körper sein, wo nicht hin sollte. Gott im Himmel. Wisst ihr, was da helfen kann? Der Clipboard. 0 von 0. Record any disgusting marks. Enter markings into computer and print report. Den habe ich. Ich meine, ich könnte auch weiterhin hier noch das Rätsel versuchen zu lösen. Wo ich auch nicht weiß, wie ich die Steine hier wieder austauschen kann.
Ah, okay. Du warst noch nicht da. Ich glaube, ich weine gleich. Ich habe Angst, Mann. Aber ich mach nur hier was und es ändert sich was. Ist das gut oder ist das schlecht? Werde ich jetzt gleich sterben oder eher nicht? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr. Das ist mir sowas von klar wie Glasbrühe, ja? Einfach irgendwas eingeben? Ich weiß ja nicht. Ich will nicht mehr. Ich habe so Angst, dass mich jetzt noch was von der Seite erschreckt. Ich find's widerlich. Ich find's einfach. Das Spiel ist an sich echt widerlich geworden. I can't use that here. I can't use that. Mann. I can't use that here. Warum kannst du es nicht usen? Jeder gute. Mann, oh Mann! Mal kurz frische Luft reinlassen. Ich darf die Dame auch nicht mal wegbringen. Ich find's verwirrend. Okay, ich brauche, glaube ich, gleich mal eine Aufnahmepause. Vielleicht muss ich mich auch einfach schlau machen. Ich habe nur das Fenster geöffnet. Das geht doch nicht. Ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht gerade darüber. Time to embalm. Gott im Himmel. Ich kann jetzt gerade gar nichts mehr machen. Ich kann die nicht untersuchen. Ich verfall gerade ein bisschen in Panik. Mix Embalming Flu. Ah, Fluid. Das ist doch das eine, was ich da gesehen habe. Ist es hier etwas? Diese Einbalsamierungsflüssigkeit doch, oder? Hat jemand einen Schlauch? Darf ich dir das in den Hals nehmen? Oh Gott im Himmel. Gott im Himmel. Ah. That's not it. Deine Mutter. Ah, Methanol. Methanol war's. Das habe ich noch auf dem Ding gesehen. Okay. Komisch. Cavity Fluid. Glutaraldehyd, Methanol, Humectant und Formaldehyd.
Ah, Formel halt. Formel halt damit. Das habe ich jetzt. Ah, doch. Sie ist wieder da. Leute, sie ist wieder da. Geh weg. Geh! Von mir aus lass das Licht aus. Lach das Licht aus und lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Ich. Nö? Nö? Du bist böse. Geh ich vergraben. Haha. Ich konnte was reinmachen. Ich muss aber wieder näher hin. Jo Leute, aber an dieser Stelle muss ich euch leider auf der Folter spannen. Deswegen lasst ein Like da, ein Abo, ein Comment, wenn es dich stört. Und lasst auf jeden Fall die Glocke bimmeln für die nächste Folge von The Mercury Assistant, die Demo. Also, bis dann.